Abschied hier von Jolly Harbour. Wir segeln jetzt rauf nach Barbuda. Auch Abschied von der Big Mojave. Also euch alles Gute. Wir sehen uns in New York. Ciao. Abschied von Antigua. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Insel hat uns gut gefallen. Wieder nette Menschen getroffen. Olli von der Pandora, dann Sigi und Claudia aus Österreich und Mascha und Yogi hier von der Bingo Havel. Ne, schöne Zeit gewesen. Antigua wird ja auch die Insel der 365 Strände genannt. Wir haben nicht den Strand gesehen leider, aber doch schon einige, hat uns sehr gut gefallen. Unser nächstes Ziel ist hier Barbuda und damit fängt für uns so die kleine Abschiedsreise hier in der Karibik an. Leider. Ja, genau, aber wir sind jetzt ja auch relativ lange hier gewesen, also von daher freuen wir uns natürlich auch auf die nächsten Segelreviere. Wir sind auch hier bis nächsten Sonntag, also etwa so 10 Tage sind wir noch hier in der Karibik unterwegs. Nächstes Ziel, wie gesagt, ist Barbuda, danach dann St. Bas und dann St. Baden. Und von dort geht es dann Anfang April Richtung USA. Florida ist das Ziel. Aber erstmal schauen wir uns jetzt hier Barbuda an. Die traumhaften Strände dort. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here. We got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to Wir sind jetzt hier bei der Anfahrt Cocoa Bay und da vorne ist der Princess Diana Beach. Wir haben es geschafft, 34 Seemeilen waren es von Antigua hier rauf zu Cocoa Bay auf Barbuda. Wir haben den Anker hier vor dem Princess Diana Beach fallen lassen. Bis hier musste man aufpassen, hier sind ein paar Riffe, die sind auf der Seekarte nicht eingezeichnet. Da vorne ist eins und dann hinter uns ist auch noch eins. Der Anker ruht jetzt hier auf knapp 4 Meter Tiefe und ich habe jetzt mal 30 Meter Kette gesteckt. Das sollte mehr als ausreichend sein. Ist ja sehr geschützt hier die Bucht im Moment gegen den Ostwind bzw. Ost-Nord-Ostwind. Ja, alles gut. Jetzt gibt es erstmal für uns das wohlverdiente Ankerbier. Und dann freuen wir uns auf ein paar Tage Barbuda hier. Herrlicher Morgen, wir gehen jetzt mal ins Wasser und schnorcheln eine Runde. Schön geschnorchelt hier, ja, hat Spaß gemacht. Das Riff liegt ja hier, ich sag mal so
50 Meter Achte raus. Also gar nicht so weit entfernt. Ja, das Wasser war jetzt nicht ganz so klar, das war ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Wir sind jetzt hier an dem Princess Diana Beach, traumhafter weißer Strand. Die Strände hier auf Barbuda sind für uns mit die schönsten in der Karibischen See. Klar, gibt auch ein paar andere, die sind auch schön, aber uns gefallen halt diese ganz besonders gut. Ja, wir freuen uns und genießen hier noch den Strand. Hier geht es jetzt los, die Maschine läuft schon. Wir verlegen uns jetzt in die Low Bay auf die Westseite von Barbuda und fahren dann mit dem Dinghy rüber nach Codrington, wo wir heute dann ausklarieren werden für morgen. EC Clear habe ich auch schon gemacht, also bin mal gespannt, ob das alles klappt, ob die wirklich aufhaben am Sonntag. We'll be right back.
Wir liegen jetzt hier an der Westseite von Barbuda und haben den Anker hier direkt vor der Hotelruine fallen lassen. Wir sind erst hier den kleinen Strandabschnitt abgefahren, wo die Durchfahrt hier zur inneren Lagune ist. Da ist die Landzunge ja vor ein paar Jahren nicht gebrochen, da kann man durchfahren, da haben wir uns mal angeschaut, wo da die beste Stelle ist. Das ging einigermaßen, war aber sehr, sehr flach. Wir hatten teilweise nur 2,5 Meter Wassertiefe, aber ist für uns ja hier mit dem Flachkieler, wir haben so um die 1,60, 1,65 Tiefgang, so kein Problem. Ich hatte auch den Vorwärtsscan mitlaufen lassen, also von daher waren wir auf der sicheren Seite. Nee, da konnte man ganz gut durchfahren. Ja, es ist schon erschreckend, wenn man hier vor dieser Hotelruine ankert und sich vorstellt, dass das 2017 der Hurricane Irma über 95% der Insel zerstört hat. Das ist schon ein trauriger Anblick. Wir sind jetzt hier mit dem Ding an Land gefahren und schauen uns jetzt mal die Hotelruine an. Hier sind zwei Hunde, die passen ein bisschen auf. Die sind aber wilde Hunde, die sind wir schon gewarnt worden. Sollen wir mal mit dem Stock ein bisschen wedeln, dann würden die abhauen. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. Ja, schon ein sehr trauriger Anblick. Was Irma hier angerichtet hat, ist schon echt tragisch. Möbel sind noch da, da war mal die Rezeption und da ist der Teil, der ins Meer gestürzt ist. Für mich ist der Gang durch die Ruine sehr bedrückend. Auch muss ich vorsichtig sein, da das Gebäude natürlich jederzeit weiter einstürzen kann. Aber alles geht gut. Dann fahren wir mit dem Dinghy zum Hafen von Codrington und hier bin ich positiv überrascht. Denn es hat sich in den letzten 3 Jahren viel getan. Die Steganlagen sind neu gemacht worden. Und es sieht alles ganz gut aus. Als ich beim letzten Mal hier durch die Straßen gelaufen bin, war es fast menschenleer und mehr als die Hälfte aller Gebäude waren zerstört. Ein Teil der Bevölkerung hatte die Insel verlassen und aufgegeben. Heute ist zwar auch nicht so viel los, aber ist doch etwas belebter. Auch sieht man, dass einige Häuser renoviert oder neu gebaut worden sind. Hier finden wir das Customs Office und ich kann die Beamten anrufen, die dann kommen und uns ausklarieren. Wir freuen uns, dass es so problemlos klappt. Die Esel und Ziegen laufen hier frei herum. Mittlerweile ist es schon Mittag und wir gehen zu einem Restaurant, welches uns von Matthew, dem Zollbeamten, empfohlen worden ist.
Ja, ich bin jetzt hier bei Conny, aber früher war das hier Wonders Food Palace und vor 3 Jahren bin ich schon hier gewesen. Ja, heute gibt es hier Hähnchen, so wie beim letzten Mal auch. Hier treffen wir Matthew von Customs. Hi Matthew, how are you? Fine, yeah. Happy to have you here. Yeah, how is life on Bermuda now? It's much better? Good. It's much better, I mean, since we had a hurricane in 2017. Yeah, you know. We bounded, leaps and bounds, you know? Yeah. Okay, sounds good. Great pleasure meeting you. Very nice meeting you, good folks. Have a good time. Alright. Thank you, bye-bye. Mit dem Dinghy fahren wir zurück. Teilweise ist es rau, bei Wind um die 20 Knoten. Wir verabschieden uns von Barbuda. Auf der einen Seite ist die Insel zwar immer noch vom Hurricane Irma gezeichnet, jedoch geht es hier aufwärts und die Menschen, die wir treffen, sind sehr freundlich und offener als noch vor 3 Jahren. Wir mögen diese Insel nicht nur wegen der traumhaften Strände. Bei herrlichem Ostwind segeln wir von Barbuda nach St. Barth. Dort besuchen wir die Inselhauptstadt Gustavia. St. Barth gilt als die Insel der Reichen und Schönen und in der Tat ist es hier sehr gepflegt und wir sehen einige Luxusjachten. Auch freuen wir uns, dass wir Susanne und Martin von der Lunara hier wieder treffen. Wir verbringen einen sehr schönen Abend an Bord ihres Katamarans. Weiter segeln wir nach Saint-Martin zur Anse-Marcel, wo wir die letzten Tage in der Karibik verbringen, bevor Anke nach Deutschland fliegt. Natürlich besuchen wir den berühmten Mauro Beach, wo die Flugzeuge dicht über den Köpfen einfliegen, aber auch direkt vom Strand ihre Triebwerke hochfahren, kurz bevor sie starten und damit eine extrem starke Luftströmung erzeugen. In den letzten Tagen bereiten wir alles für den langen Schlag nach Florida vor und verproviantieren die Jumbo. Für mich wird es endlich wieder ein längerer Einanschlag sein und ich kann den neuen Mast so richtig testen. Aber mehr davon im nächsten Video. Bis dahin!